Ja, herzlich willkommen zum zweiten Video zum Thema Zweites und Drittes Reich, deutsche Geschichte im europäischen Kontext im Überblick, so als Wiederholung für das Abitur. Ich hatte eine erste Hälfte dieses Videos gemacht, was sich mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigt, also bis zum Ersten Weltkrieg. Ich möchte jetzt hier ein Video machen, was dann die Zeit ab dem Zweiten Weltkrieg bis zum etwa Beginn der NS-Zeit in den Blick nimmt. Dazu zunächst mal, nein, das sind die Folien, das muss ich ein Stück weiter noch. Da habe ich sie. Die Aufteilung, wer diese, wer das so seine Videos noch nicht gesehen hat, jetzt die Aufteilung hier in der Mitte mit dem Blau, Gelb und Weiß. Diese drei Streifen stehen eben für verschiedene sozusagen historische Bereiche. Oben das also für europäische und weltweite wichtige Entwicklungen oder Ereignisse. Ganz unten für gesellschaftliche und Mentalitätsveränderungen. Und in der Mitte eben die ja, politikgeschichtlichen Ereignisse, die zentralen, die in Deutschland eben eine Rolle spielen. Ganz links, hier in diesem Fall ist rot markiert der Erste Weltkrieg, der mit dem Kriegseintritt der USA, also der den Kriegseintritt der USA 1917 sieht und damit das Auftreten einer ja, militärischen und ökonomischen Macht, die in Form einer liberalen Demokratie organisiert ist und sich also auch so für diese Staatsform einsetzt. Auf der anderen Seite im selben Jahr die sozialistisch-kommunistische Revolution in Russland und damit auch der Beginn einer Etablierung eines Gesellschaftsmodells, was anders aussieht, nämlich eines kommunistischen. Und dazwischen eben zu diesem Zeitpunkt sozusagen europäische Modelle, aber eben auch umgebrochen durch die Kriegszeit. Die Kriegszeit selber führt zu einer Schwächung der bisherigen Großmächte. Der Krieg ist unglaublich teuer, das verschlingt Ressourcen, man muss sich verschulden. Durch eine zunehmende Stärkung außereuropäischer Großmächte, beispielsweise eben der USA, und eben diese Entstehung von konkurrierenden Gesellschaftsmodellen, eben des Liberalismus versus des Sozialismus. Die deutsche Geschichte bis 1929 lässt sich hier so im Groben, das ist hier, soll die grafische Darstellung hier zeigen, so in ja, zwei Phasen aufteilen. Wir können da noch eine dritte Phase später anhängen auf der Folgefolie, nämlich eine entscheidende erste Phase für diesen neuen Staat, also sozusagen nach dem Kriegsende 1918, die Gründungsphase, die sehr krisenhaft dargestellt ist. Deutschland ist politisch zunächst isoliert als Verlierer des Ersten Weltkriegs und hat also eine militärische Niederlage zu verzeichnen. Und man muss es ganz deutlich sagen, es ist eine militärische Niederlage. Die Militärs selber sehen, dass Deutschland militärisch nicht mehr in der Lage ist, hier weiterzukämpfen und möchten eben veranlassen, dass Verhandlungen eingeführt werden. Als dann die Ereignisse der Novemberrevolution ausbrechen, da verkaufen aber sozusagen wesentliche Militärs das auf einmal als sozusagen Ursache für eine Niederlage. Also die deutsche Heimatfront habe das Heer von hinten erdolcht, so die berühmte Dolchstoßlegende. Was so in dieser, das aber nicht stimmt. Aber, das sieht man mentalitätsmäßig, diese Deutschlos-Legende, also diese falsche Erzählung, erst die Revolution 1918 habe dazu geführt, dass Deutschland in die Niederlage kommt. Diese Erzählung wird prägend für die gesamte Zeit der Weimarer Republik, weil sie immer wieder Ausgangspunkt ist für Kritik an der Republik und ihrem Personal. In dieser Novemberrevolution gelingt es, eine parlamentarische Republik in Deutschland zu errichten. Die Weimarer Reichsverfassung, die allerdings den Reichspräsidenten mit einer sehr starken Stellung hat, auf 7 Jahre gewählt, direkt vom Volk gewählt. All das riecht etwas nach einer Position, die häufig als Ersatzkaisertum bezeichnet wird, auch wenn der Einfluss des Reichspräsidenten nicht so weit geht. Aber eine, sagen, Ersatzrolle spielt er insofern, als es ja in die Verfassung eingebaut einen Mechanismus gibt, der theoretisch auch oder später auch praktisch ein Regieren weitgehend ohne Rücksicht auf die Verfassung ermöglicht, nämlich diese sogenannte Ersatzverfassung in den Paragraphen 25 und 48 der Reichsverfassung. Den Mechanismus gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, das kann man alleine vorbereiten, aber das ist ein ganz zentraler Mechanismus, den man sich angucken muss, wenn man sich mit Weimar und später auch der NS-Zeit beschäftigt. Wie kann eigentlich in dieser Verfassung am Parlament vorbeiregiert werden. In der Verfassung gibt es Grundrechte und damit ist eine wesentliche Forderung der Revolution von 1848 dann erfüllt worden. Nämlich Grundrechte, die dem Einzelnen
ja auch die sich auf den Einzelnen beziehen. Allerdings sind diese Grundrechte verteilt in der Verfassung und deshalb noch nicht so als Katalog gesehen, den es also als in der Gänze abzusichern gilt. Die neue deutsche Regierung, diese ja sozusagen parlamentarische Regierung, ist gezwungen, den Versailler Vertrag als Friedensvertrag zu unterzeichnen. Man hätte sonst riskiert, dass der Krieg weitergeführt wird und noch mit einer viel schlimmeren Niederlage endet. Und dieser Vertrag ist eine Hypothek bis 1945. Er weist die Kriegsschuld dem Deutschen zu, in einem sozusagen hohen, praktisch alleinigen Maße. Es gibt interessanterweise einen solchen Kriegsschuldartikel auch in den anderen Verträgen mit den anderen Mächten, die in dieser Zeit geschlossen werden, Beispiel mit Österreich-Ungarn. Aber nirgendwo trifft diese Zuweisung, ihr alleine seid schuld, ihr tragt die volle Verantwortung aus diesem Kriegsentstehen, nirgendwo trifft das so auf Widerstand und auf politische Diskussionen wie in Deutschland. Der Versailler Vertrag schreibt Gebietsverluste fest, der Versailler Vertrag schreibt fest, dass Reparationen gezahlt werden sollen, ohne schon zu bestimmen, welche Höhe. Also es droht eine unglaubliche Erhöhung dieser Reparationen, wenn das dann konkret formuliert werden soll. Man muss aber trotzdem den Vertrag unterzeichnen. Und es gibt eben militärische Beschränkungen, beispielsweise Rüstungsbeschränkungen und den Bau von Befestigungsanlagen. Und was dann in Deutschland sich manifestiert, ist ein ganz verbreiteter, über alle politischen Lager hinweg verbreiteter Wille, diesen Versailler Vertrag zu revisionieren. In welchem Maße, in welchem Ausmaß, das ist unterschiedlich. Aber da sind sich die Deutschen praktisch überaus weitgehend einig, dieser Versailler Vertrag, den empfinden sie als ungerecht. Das Problem mit dieser neuen Republik ist, dass die Beteiligten dieser Republik praktisch noch keine oder nur wenig Erfahrung mit Demokratie haben und auch eben mit demokratischen Prozessen. Also was ist die politische Kultur einer Demokratie, die auf Austausch, auf aufeinander zugehen, auf Kompromiss aufgebaut ist. Das sind sie nicht gewohnt. Und dementsprechend wird eben in der Weimarer Republik diese Republik sehr stark geführt mit Mitteln der Konfrontation, des Konflikts, des gegenseitigen Ausschlusses. Und das belastet einfach die Demokratieeinstellung auch der Bevölkerung. Man sieht das an den Wahlergebnissen, also die Parteien, die nicht die Republik befürworten, erringen im Laufe der Zeit immer mehr Stimmen. Die beiden Ränder, rechts und links, werden stärker, während die republikanisch orientierte Mitte immer weiter zusammenschrumpft. Das Ende dieser ersten Krisenjahre mit also heftigen Kämpfen, tatsächlich bürgerkriegsartigen Zuständen teilweise in Berlin oder anderswo. Der Höhepunkt dieser Kriegsjahre ist das Jahr 1923, in dem diverse Krisen ineinandergreifen. Der Ruhrkampf, also eine französische Besetzung des Ruhrgebiets, um Forderungen nach Reparationen durchzusetzen, mündet in eine sagen, politische Initiative der Reichsregierung, die eben sagt, wir machen da einen Generalstreik, es arbeitet niemand mit den Franzosen zusammen, aber die Leute müssen irgendwie Geld verdienen. Also das heißt, Beamte zum Beispiel bekommen ihr Geld weiter, obwohl sie nicht arbeiten. Dieser Ruhrkampf zerrüttet die Staatsfinanzen endgültig. Das Deutsche Reich hatte aus dem Ersten Weltkrieg eine Menge Schulden geerbt und dieser Ruhrkampf, der Bedarf an hohen Geldzahlungen eben für die Streikenden, treibt die Inflation voran. Und das ist eben dieses Jahr dieser ganz großen Inflation, in denen eine massive Geldverwertung stattfindet. Nachher sind es 4,2 Billionen Reichsmark, die man für einen Dollar zahlt. Und dann streicht einfach ganz viele Nullen, sodass man dann 1923 eben eine neue Währung einführt, die dann nur noch 4,2 oder 4,20 Mark für einen Dollar vorsieht. Aber das ist ein Gefühl, ein Krisenphänomen, ein Krisengefühl, was sich in die Gedanken der Bevölkerung einschreibt, weil eben insbesondere in die Mittelschicht unglaublich Vermögen verliert. Also jeder, der Sparguthaben hatte, jeder, der regelmäßige, aber nicht überbordende Einkommen hatte, wie beispielsweise eben die Beamten, ist von dieser wahnsinnigen Inflation betroffen, denn das Einkommen ist praktisch nichts mehr wert und sorgt also für massive soziale Abstiegsängste und das belastet natürlich sozusagen mental die Einstellung gegenüber der Republik. Putschversuche, stärker von rechts als von links, aber eben auch von rechts und links. Beispielsweise der Hitlerputsch in München, sollen die Republik schwächen, sollen die Republik in den Haufen werfen. Und das Spannende ist, 1923 wird immer als Krisenjahr geführt, aber eigentlich gelingt es der Republik, alle diese Krisen durchzustehen.
Also durchaus eine Perspektive auf die Weimarer Republik, die gar nicht so negativ sein muss, wie sie häufig gelesen wird. Die folgenden Jahre sind dadurch geprägt, dass sich die politische Lage stabilisiert. Der Sozialstaat wird weiter ausgebaut, es gibt eine unglaubliche kulturelle Blüte in der Weimarer Republik und es kommt eben auch tatsächlich zu einer ökonomischen Belebung, die allerdings auf Kredite gebaut ist. Und das wird in der Weltwirtschaftskrise fatale Folgen haben. Es gelingt, die Reparationen zu regeln. Also es wird sozusagen festgelegt, wie viel Deutschland zahlen muss und diese Zahlungen werden in der Summe auch in den folgenden Jahren immer wieder nochmal revidiert, im Dawes-Plan, im Young-Plan, weil man einfach sieht, dass Deutschland das wirtschaftlich nicht leisten kann. Außenpolitisch beginnt eine Annäherung. Zunächst mal kann man sozusagen diesen Ausgrenzungsstatus abstreifen, dadurch, dass man 1922 sich der Sowjetunion annähert. Und aber auch 1925 mit den Locarno-Verträgen gibt es eine Annäherung an Frankreich. Ein Politiker, der es in Deutschland sehr stark vorantreibt, ist Gustav Stresemann. Und es gelingt also tatsächlich, diese politische Isolation Deutschlands sukzessive aufzubrechen. Das heißt, die Weimarer Republik ist dahin geprägt von einer starken Krisenzeit zu Beginn, einer Revolutionszeit, einer Krisenzeit zu Beginn und dann einer Phase der zumindest inneren Stabilisierung. Das aber hält nicht so lange, denn 1929 kommt es zu einer beginnt eine schwere Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise mit einem Börsencrash in den USA und diese schlägt ganz stark auf Deutschland auch und auf Europa und Deutschland durch, weil die USA Kredite an Deutschland vergeben hatten, die jetzt zurückgefordert werden, weil man selber Geld braucht. Die Kredite können teilweise nicht zurückgezahlt werden. Gelder fehlen den Unternehmen und das führt zu Entlassungen. Diese Wirtschaftskrise schlägt dann durch, sodass wir also in diesen Jahren 31 hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland haben. Ja, auch wieder eine massive Verelendung breiter Bevölkerungskreise. Und diese ökonomische Krise trägt jetzt mit zu einer politischen Krise bei. Die Stimmung gegenüber der Republik war schon immer verhalten. Unter anderem, weil man der Republik eben vorwarf, dass die Revolution erst entstehen konnte, also dass die Revolution es war, die Schuld ist daran, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Diese politische Krise, also die Radikalisierung der politischen Gegner der Republik, und eben auch die teilweise Instabilität der Regierung, es gab zahlreiche Regierungsbrüche, bringen eben das Land in eine sowohl ökonomische als auch politische Krise. Und weil es eben in der Republik in den letzten Jahren eben scheinbar nicht gelungen ist, diese Probleme zu lösen, gerät eben die Republik auch in eine unglaubliche Legitimationskrise. Warum sollen wir dieses System haben, wenn es eh nichts bringt? Und das machen sich sozusagen konservative Eliten zunutze. In der Zeit zwischen 30 und 33 regieren dann mehrere Präsidialkabinette, also sagen Kabinette, die nur noch davon abhängig sind, dass der Reichspräsident ihnen den Rücken stärkt und gegebenenfalls den Reichstag auflöst. Klassischerweise sind es dann drei Präsidialkabinette, Brüning als der erste, dann von Papen, Franz von Papen als Reichskanzler eines zweiten Kabinetts und dann auch Schleicher als sozusagen der dritte Reichskanzler. Und das sind autoritäre Regierungen. Also Regierungen, die nicht mehr auf das Parlament setzen, die nicht mehr auf den Kompromiss setzen, sondern die nur noch auf die Autorität des Reichspräsidenten setzen. Es gibt ein hohes Maß an politischer Gewalt, insbesondere zwischen den beiden sagen, politischen Außen der Sowjetunion, wie den Rechten der NSDAP mit ihrem sozusagen Kampforganisation der SA. Also eine extreme politische Radikalisierung in diesen letzten Jahren der Weimarer Republik. Gleichzeitig verspricht diese neue Bewegung, also die Hitlerbewegung, verspricht ein Ordnungsmodell, eben Faschismus, also ein Ordnungsmodell, der für Ruhe in der Gesellschaft sorgt, der eine Gesellschaft stabilisiert. Und das ist etwas, was nach den Erfahrungen seit dem Weltkrieg für die Menschen ganz entscheidend ist. Da verspricht jemand Stabilität und Ordnung. Und so ist es nicht kein Wunder, aber so ist es kann man es zumindest ereignisnach nachvollziehen, weshalb eben 1933 dann tatsächlich ein Hitler an die Macht gerufen wird, weil die sagen, bürgerliche Gesellschaft eben glaubt, diesen einbeziehen zu müssen, weil er sehr viel Erfolg hat, aber gleichzeitig ihn kontrollieren zu können. Damit hat sie sich aber getäuscht.
Hitler wird am 30.01.1933 Reichskanzler. Und man kann hier immer die Frage stellen, was für eine Art von Machtwechsel ist das? Ist das eher eine Machtergreifung, also die Hitler sozusagen einen aktiven Part zuweist? Ist das eine Machtüberlassung? Naja, man gibt Hitler die Macht, weil sich irgendwie kein anderer gefunden hat. Oder ist es eine sozusagen Machterschleichung? Das ist so eine typische Frage, die in dem Zusammenhang diskutiert werden kann. Entscheidend ist, die nationalsozialistische Bewegung baut auf einer eigenen Ideologie, dieser Ideologie der sogenannten Volksgemeinschaft. Also eine Gemeinschaft, ja, eben nicht aller, die da wohnen, sondern nur aller, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sei es gedacht rassischer Natur, sei es im Hinblick auf die politische Einstellung. Für die, die sozusagen damit übereinstimmen, soll diese Volksgemeinschaft tatsächlich sorgen, aber alle anderen werden ausgegrenzt und eben auch sozusagen beiseite gedrängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind die, ja, so die Ideologie der Volksgemeinschaft kombiniert verschiedene Ideen, ideologische Gedanken des Nationalsozialismus. Der Führerstaat, also eine Staatsorganisation, an deren Spitze ein einzelner Mann steht, ist also eine sozusagen Anlage dieses NS-Staates, auch ein ideologischer Bestandteil. Der Antisemitismus, also das Vorgehen und die Hetze gegen Juden, ist ein Kennzeichen der NS-Politik. Damit einhergehend Rassismus, also auch über das Judentum hinaus, gegenüber anderen Randgruppen. Das Besondere am Nationalsozialismus ist nicht, dass diese Ideen neu sind. Diese Ideen stammen auch schon aus dem 19. Jahrhundert. Man kann das für den Rassismus nachweisen, man kann das aufzeigen für den Führerglauben, den Glauben an den einzigen Mächtigen. Auch diese Idee kam vorher schon auf. Das Neue an der NS-Ideologie und der NS-Regierung ist, dass diese bestehenden Ideen tatsächlich miteinander kombiniert werden und dabei auch noch unglaublich radikalisiert werden. Das ist etwas, was den Nationalsozialismus an dieser Stelle auszeichnet. Hitler wird Ende Januar Reichskanzler und dann gelingt es der NSDAP eigentlich sehr schnell, obwohl sie eigentlich aus einer Position heraus startete, die kontrolliert schien. Also Hitler war als Reichskanzler eingebunden in ein Kabinett anderer Persönlichkeiten. Aber ihnen kommt etwas der Zufall zur Hilfe. Im November 1933 wird der Reichstag angezündet in Brand gesteckt. Und das dient als Legitimation für die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, also eine Notverordnung des Reichspräsidenten, die die Grundrechte aufhebt. Und das hat es vorher in dieser Form so explizit für alle Lebensbereiche nicht gegeben. Diese Reichstagsbrandverordnung, die wird einen der Bausteine der legalistischen Macht der NSDAP bilden. Das ist ganz klar, die NS-Regierung ist eine Diktatur, aber formal gesehen stützen sie sich in vielen ihren Dingen auf die Reichstagsbrandverordnung, weil diese nämlich Grundrechte aufhebt und damit andere Sachen erlaubt. Ein zweites zentrales Gesetz, um die NS-Macht dann 1933 zu sichern, ist das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das im Kern dazu führt, dass die Gewaltenteilung aufgehoben wird. Die Reichsregierung erhält das Recht, selber Gesetze zu erlassen und damit haben wir keine Gewaltenteilung mehr. Und ist dieses Ermächtigungsgesetz sozusagen der zweite wichtige Baustein, weil es eben tatsächlich jetzt dieser Willkürherrschaft etwas mehr Tor und Tür öffnet. Die Nationalsozialisten machen sich sehr schnell daran, die erworbene Macht zu sichern, indem sie Machtstrukturen vereinheitlichen. Der Föderalismus wird aufgehoben, die Länder werden als eigene politische Einheiten aufgewürdigt, sind reine Verwaltungseinheiten nur noch. Und ganze gesellschaftliche Strukturen, also Kunst, Sport, Erziehung, Medien, werden ja gleichgeschaltet, so wird das genannt, werden also sozusagen vereinheitlicht und ausgerichtet auf die Propagierung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Das heißt, in diesem Zeitraum 1933 bis 1934 gelingt es also dieser NSDAP an die Macht zu kommen und diese Macht eben auch abzusichern. Das geht so weit, dass Adolf Hitler nach dem Tod des Reichskanzlers dann eben zum Führer und Reichskanzler ernannt wird und damit im Grunde genommen die beiden Ämter in seiner Hand miteinander vereinigt. Mal gucken. Ja. Das heißt, die Beginn der NS-Zeit, die Endphase der Weimarer Republik lässt sich in
ja, sagen, Phasen unterteilen. Das erste ist diese Phase der Auflösung der Republik, also die Endphase der Weimarer Republik. Und die zweite Phase ist tatsächlich dann die Frage, wie erwirbt der Nationalsozialismus die Macht, wie kommt er an die Macht, beziehungsweise wie sichert er dann diese Macht, was ist sozusagen seine Grundlage. Die Grundlagen der NS-Herrschaft stehen hier und insofern hoffe ich, dass das jetzt ein ganz hilfreicher Überblick war, mal für das lange 19. Jahrhundert und bis hinein eben in das 20. Jahrhundert, um da etwas die Zusammenhänge deutlicher werden zu lassen.